Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ihr kennt das ja vielleicht, ihr fahrt in die Innenstadt, wollt mit eurem Elektroauto aufladen. Es gibt da ein paar AC-Ladesäulen, meistens kommt ihr dahin, die sind besetzt, sei es von Elektroautos oder von Plug-in-Hybriden. Die Ladeinfrastruktur in den Innenstädten ist meistens ziemlich miserabel, zumindest hier in Bremen ist es ja so. Seit 2019 ist hier kaum was passiert. Es gibt hier im gesamten Stadtgebiet für 500.000 Einwohner inklusive Bremerhaven 80 Ladestationen mit so 200 Ladepunkten und seit 3 Jahren ist nichts mehr passiert. Ja, das soll jetzt anders werden, haben sich 2 Jungs gesagt. 2 Bremer Jungs und darüber sprechen wir jetzt heute. Das wird mega spannend, also bleibt unbedingt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, wir stehen hier vor der ersten Baustelle einer ganz neuen Art der Ladeinfrastruktur in den Innenstädten. Und zwar baut hier in Bremen die Eulektro GmbH quasi eine AC-Ladeinfrastruktur auf. Und zwar auf ganz andere Art, als es zum Beispiel die Stadtwerke in Bremen gemacht haben. Und das hier ist Jan Kaas. Moin, grüß dich. Du hast auch einen Partner, der heißt auch Jan. Richtig. Jan genau. Runkel. Genau. Der ist aber jetzt nicht in der Kamera dabei, weil er keine Zeit hatte. Ja, aber was ist das für ein Projekt? Also mit anderen Worten, es gibt in Bremen ja eine Ladeinfrastruktur, die ist 3 Jahre alt, seitdem passiert nichts mehr. Das habt ihr auch erkannt. Genau. Jetzt habt ihr euch selbstständig gemacht und baut hier in der Innenstadt quasi AC-Ladeparks, kann man ja schon fast sagen. Auch, genau, ich würde es nicht unbedingt auf die Innenstadt fokussieren, sondern wir haben so ganz Bremen eigentlich so als Ziel erstmal gesetzt, weil es sind ja auch Leute laden, die nicht in der Innenstadt wohnen. Und dementsprechend ist das zwar jetzt hier unser erster Standort innenstadtnah, aber wir haben insgesamt 9 Standorte erstmal geplant für dieses Jahr, die umgesetzt werden sollen und die sind auf ganz Bremen verteilt. Das heißt aber Standorte heißt, da kommt nicht eine Ladesäule hin, so wie es die Stadtwerke machen, sondern ihr habt dann mehrere Ladesäulen. Also hier zum Beispiel, hier stehen wir in Bremen am Franzius-Eck, das ist quasi direkt an der Weser. Ihr seht da hinten den Dom, total zentral. Hier sind so ein paar Parkplätze und davon werden jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 umgewidmet zu Elektroparkplätzen mit Ladeanschluss. Und zwar haben wir hier so Stelen, die werden hier installiert und da sind 1 bzw. 2 Ladepunkte dran, 11 kW. 22 kW. 22 kW sogar. Die wow. Können, jede Säule selber kann 22 kW abgeben. Ja, ist cool. In Summe haben wir ein Lastmanagement dahinter. Das heißt, wir können nicht alle gleichzeitig mit 22 kW versorgen. Aber ihr habt eine Gesamtleistung für die 6. Die Gesamtleistung und die Säulen sind alle so intelligent, dass sie miteinander reden und dafür sorgen, dass der Netzanschluss quasi immer nur so ausgelastet wird, wie wir quasi angeschlossen haben. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also Leute, das wird so sein, dass hier eben in der Innenstadt oder wie Jan schon sagte, in Bremen im Zentrum oder auch woanders, da kommen wir gleich noch dazu. Ihr habt die Philosophie, ihr wollt nicht nur eine Ladesäule hinstellen, sondern mehrere, weil ihr kennt das Problem, ihr fahrt irgendwo hin in der Stadt, wo eine Ladesäule stehen soll, die ist besetzt, dann habt ihr die Arschkarte und müsst wegfahren. Hier ist es so, hier sind Ladesäulen, das wisst ihr, steht auf eurer App, ihr fahrt dahin, es gibt 6 Ladeanschlüsse, davon wird wahrscheinlich einer noch frei sein. Also wir haben mit mehr Glück 6-mal größere Chance, als wenn ihr nur eine Ladesäule genau habt. Genau das ist das Ziel. Und das wird so weitergehen und das ist auch nur der Anfang. Wir haben jetzt hier AC-Ladesäulen, hier könnte auch noch DC stehen, also Schnelllader. Also das finde ich eine coole Sache. Und ihr bietet im Prinzip ja nur die Säulen im Prinzip an. Ihr habt ja keinen eigenen Ladetarif, beziehungsweise ihr seid jetzt nicht, ihr habt keine Ladekarten oder habt ihr doch Ladekarten? Genau, wir haben uns überlegt, dass wir keine weitere Ladekarte auf den Markt werfen, weil gibt ja auch schon genug. Ne? Genau, gibt genug. Unser Ziel war es wirklich ad hoc Preise anzubieten, die dann so günstig sind, dass man auch wirklich mal einen Ad-Hoc-Tarif benutzt. Normalerweise kennt man Ad-Hoc eher von, da lasse ich die Finger von, weil die Preise sind wahnsinnig teuer. Zumindest sind das meine Erfahrungen an sämtlichen Ladesäulen. Und unser Ziel, unser Traum ist es, dass wir irgendwann wirklich Apple Pay und Google Pay und alle gängigen, modernen Zahlungsmittel einbinden. Noch kann die Hardware das alles leider noch nicht. Da kommen wir gleich drauf, was das für Hardware ist. Genau, können kurz wir gleich unterbrechen. Noch sprechen. Ad-Hoc-Preis, das ist ein gutes Stichwort. Wie hoch ist denn der bei euch? Genau, unser Ad-Hoc-Preis, wie wir den aktuell auch ausweisen, werden 39 Cent pro Kilowattstunde liegen, AC.
Also das ist ja ein fast schon Dumpingpreis, kann man sagen. Seid ihr denn sicher, dass ihr das durchhalten könnt? Ja, ist natürlich eine Frage, wie die Einkaufspreise sich entwickeln. Da sind wir natürlich 1:1 von abhängig. Aber so wie wir das jetzt planen, wir sind ein recht schlankes Unternehmen. Wir haben uns natürlich einen Businessplan gemacht und dem ziehen wir jetzt durch. Also das ist, wir zahlen da nicht drauf oder sonst was und wollen erstmal Kunden anlocken. Der Preis ist für uns rechnerisch, wie wir uns das vorstellen, eine gesunde Grundlage, um das Ding durchzuziehen. Ja, da kann man mal sehen, was die anderen Ladesäulenanbieter möglicherweise da verdienen. Das heißt, ich drücke euch die Daumen, dass das wirklich möglichst langfristig hält. Aber ansonsten kann man auch mit einer normalen Ladekarte bei euch die Ladung freischalten, oder? Seit dem Roaming. Genau, wir haben Verpflichtung, ins Roaming auch zu gehen. Und das heißt, die Säulen hier erst werden ins Ladenetz eingebunden. Ja. Das ist unser erster Ansatz, um zu gucken, wie es funktioniert. Das heißt, jeder, der eine Ladekarte im Ladenetz verbunden hat, oder auch andere Karten, die mit dem Ladenetz roamen, die werden hier laden können. Natürlich dann nicht zu den 39 Cent Ad-Hoc-Preisen, sondern natürlich zu den Preisen, wie sie mit ihrem Ladeanbieter ausgemacht haben. Genau, Maingau-Preise oder ENBW-Preise oder sonstige EWE-Go-Preise, die kennt man ja. Genau, wir schlagen nicht selber drauf. Das sind Preise, die wir auch vorgegeben bekommen und abrechnen intern im Roaming. Da haben wir eigentlich, da halten wir Einfluss drauf, aber wir legen da keinen Cent oben drauf, sondern wir kommen damit klar, so wie es ist. Wird sich natürlich zeigen, inwiefern das ausgenutzt wird und beziehungsweise ausgelastet wird. Aber das ist erstmal unser Ziel. Okay, und dieser Standort hier mit den vier Ladesäulen, sind aber 6 Ladepunkte. Der wird wann eröffnet? KW12 ist unser Ziel, dass wir damit online gehen, wenn alles klappt, wie wir das gerade planen. Genau, ey, ist ja super, ist ja schon in ein paar Tagen. Also Leute, wenn ihr hier in Bremen mal seid, Franzius-Eck, hier könnt ihr dann laden, 6 Ladesäulen AC zum Ad-Hoc-Tarif von 39 Cent die Kilowattstunde. Das ist fast konkurrenzlos, möchte ich mal behaupten. Jetzt habt ihr aber nicht nur diesen Standort, sondern ihr habt im Prinzip schon 8 Standorte geplant in Bremen, richtig? In Summe, wir sind gerade bei 9 Standorten. 9 sogar? Genau, wir haben unsere Webseite gerade gelauncht, elektro.de. Elektro, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann mal draufklicken. Super interessant, was da alles für Informationen draufstehen. Genau, dann haben wir eine Karte, wo auch wirklich für jeden Standort, den wir geplant haben, wir werden da alle auf dem Laufenden halten, wie die Genehmigungen sind, wie der Bau ist, dass wir da möglichst Transparenz schaffen. Und ihr seid ja coole Typen, ihr wollt die Community mit einbinden. Das heißt, die Leute sollen sogar über eure Webseite Standorte vorschlagen. Die können für Standorte voten. Das heißt, wenn es Vorschläge gibt, können die abstimmen, ob der Vorschlag da Sinn macht oder nicht. Oder wie habt ihr euch das gedacht? Genau, einfach Google Maps Karte, einen Pin setzen, kleine Begründung zuschreiben und dann können wir uns das näher anschauen, mal vor Ort und selber entscheiden, ob das passt. Okay, jetzt habt ihr den Standort in der Stadt. Das ist der ganz normale Netzanschluss. Habt ihr jetzt einen Ökostromvertrag für die Säulen? Natürlich, selbstverständlich. Elektro, ist nur Ökostrom. Auto, Ökostrom. Alles klar. Und Ladeleistung hast du vorhin erzählt, ihr bietet auf jeden Fall 11 kW wahrscheinlich im Durchschnitt, könnt aber 22 kW, nur ihr habt hier quasi eine maximale Leistungsaufnahme für alle 6 Ladepunkte, die nicht überschritten werden darf. Genau, liegt ungefähr bei 60 kW. Das heißt, wenn hier wirklich alle voll sind und alle 11 kW ziehen können, dann klappt das so ungefähr. Jeder 10 kW dann. Ja, genau. Und da ist ein Lastmanagement integriert, was das steuert. Richtig. Ja, so geht das, Leute. Nichts von wegen Überlastung der Leitung, wenn alle laden wollen. Das wird natürlich intelligent gemanagt. Wenn ich jetzt hier laden will und komme hier als Tourist nach Bremen, muss ich bei euch jetzt einen Vertrag beschlossen haben oder wie läuft das? Genau, kein Vertrag wird benötigt. Aktuell ist es so, dass noch eine App benötigt wird, damit ein QR-Code gescannt wird. Dann kann man quasi seine Zahlungsmittel wählen, womit man hier bezahlt. Da gibt es Kreditkarte und PayPal wird angeboten. Brauche ich wirklich eine App oder muss ich nur den QR-Code scannen und komme auf eine Website? Entweder gibt es eine App, womit man das machen kann, oder man kann einfach auch den QR-Code scannen und wird auf eine Webseite weitergeleitet. Genau, weil eigentlich wollte ich ja keine neue App noch dazu brauchen, dass ich wieder eine neue App brauche, sondern einfach den QR-Code ad hoc scannen und dann zahlen, fertig, laden. Das wird beides gehen, genau. Aber mit Girokarte wird das kommen? Ab Sommer werden wir Giro-E anbieten. Das heißt, mit einer Girocard kann man dann hier auch den Ladepunkt freischalten, wofür man auch keinen Vertrag braucht mit uns. Das heißt, die Hardware kann das schon? Ist bloß noch nicht installiert im Moment, oder? Die Hardware ist da, das sind einfach Abnahmegründe, Prüfgründe. Das muss alles natürlich abgenommen werden, Kompatibilität gecheckt werden. Und da warten wir auch drauf. Ja. Und ab Sommer haben wir da Zusage. Okay, dann habt ihr also keine eigene Ladekarte. Das ist auch schon mal gut eigentlich, weil man denn nicht noch eine braucht. Und hier Apple Pay, sowas, gibt es das auch in Zukunft oder habt ihr das nicht geplant? Gibt es so für die Ladesäulen, die wir hier bauen, aktuell nicht. Was da kommt, können wir selber noch nicht im Detail sagen.
sind wir auch gespannt. Wenn es das gibt und abbildbar ist, werden wir das implementieren. Gibt es aber keine konkreten Planungen dazu. Also wir haben ja gehört, man kann jetzt hier Standorte vorschlagen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, hier in Bremen oder auch woanders, und ich sage, ey, das finde ich cool, sowas für meinen Parkplatz, kann ich die von euch auch bekommen als Unternehmen? Genau, prinzipiell haben wir jetzt unser Know-how aufgebaut, das im öffentlichen Raum zu bauen. Das privat zu bauen ist, würde ich sagen, einfacher. Dementsprechend, wenn eine Firma Interesse hat, den Parkplatz quasi zu elektrifizieren, dann gerne auf uns zukommen. Das gucken wir uns mit an, das Know-how ist da und kein Problem. Also Unternehmen in und um Bremen, eulektro.de, wenn ihr eure Parkplätze elektrifizieren wollt mit Ladesäulen, sprecht die Jungs an, die können das. Sag mal, wie viel Vorlauf war das jetzt hier für diesen Standort? Das war doch mega Planung und die ganzen Behördengänge. Was hat das gedauert, bis das jetzt hier soweit genehmigt war? Wenn man das grob zusammenfasst, so um die zwei Jahre von der Idee bis zum Herausfinden, dass wir das selber machen. Genau. Also in zwei Jahren baut Elon Musk 2 Gigafactories und in Bremen entstehen dann 6 Ladesäulen. Also so sieht das aus hier in Deutschland. Und was ist das jetzt genau für Hardware? Ich meine, solche Säulen, die hat man möglicherweise noch nicht gesehen. Das ist im Prinzip wie so ein Laternenmast und da hängt irgendwas dran. Was ist denn das genau? Genau, der Ladepunkt nennt sich EB Berlin. Also das, wir haben hier so eine Abdeckhaube. Genau, die kommt dann wahrscheinlich dann davor, ne? Genau, die kommt einfach davor. Die haben wir folieren lassen in unserem Design. Das ist also euer Branding hier. Richtig. Die Lade, keine Ladesäule, sondern die Ladeeule. Richtig, wir bauen Ladeeulen. Genau, und deswegen Eulektro, das ist so unsere Idee, fanden wir ganz super. Also hier wird irgendwie gescannt oder die Karte dran gehalten. Hier ist wahrscheinlich der Typ-2-Stecker und hier ist ein Display, wo man dann sieht, was gerade Phase ist. Ne? Das Display ist mit oben dran, unten ist quasi der Zähler, den man ablesen muss. Alles klar. Genau. Ja, das ist massives Blech. Also das sind sehr ungewöhnliche Ladesäulen. Im Prinzip das, was man unter fast Laternenparken so landläufig versteht, sieht ja im Prinzip aus wie ein Laternenmast. Das heißt, diese Hardware ist wahrscheinlich auch günstiger als diese großen, massiven Säulen, die die SWB verbaut, oder? Ich weiß nicht, für was andere Hersteller die Säulen einkaufen. Wir haben uns natürlich auf dem Markt umgeguckt und unsere Anforderungen gehabt, gerade das Lastmanagement, ein großes Thema. Preislich passt das, dass man das so abbilden kann, dass man... Könnt ihr den Preis öffentlich sagen oder ist das Betriebsgeheimnis? Ich bin mir nicht sicher, ob wir es sagen dürfen, aber wir haben natürlich auch unsere eigenen Kalkulationen, die wir nicht unbedingt jeden veröffentlichen wollen. Alles klar. Kannst du mal probieren. Ja, Mensch, Jan, also ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg. Ich finde das richtig cool, dass ihr das jetzt hier in Bremen zumindest in die Hand nimmt. Habt ihr auch vor, noch in andere Städte zu expandieren oder ist das jetzt nur Bremen? Ausgeschlossen ist das nicht. Natürlich, da wir hier vor Ort sind in Bremen, müssen wir erstmal zusehen, dass wir das in Bremen hier alles lokal installiert bekommen. Und wir sind Bremer, wir kommen von hier, wir wollen die Bremer Ladeinfrastruktur voranbringen. Schließen natürlich aber nicht aus, dass es weitergeht. Ne? Wir haben da jetzt kein Ende. Ja, davon gehe ich mal aus. Also jetzt werden hier in den nächsten Monaten irgendwie 50 Ladepunkte entstehen von Eulektro. Finde ich richtig klasse und ich hoffe, dabei bleibt es nicht, denn wir brauchen in den nächsten Jahren mindestens noch mal 10 bis 100 Mal mehr. So viel ist sicher. Okay, Jan, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg für euer Projekt. Ich gehe mal davon aus, das wird ein Erfolg, weil Elektroautos werden immer mehr, ist völlig klar. Und bei den Benzin- und Dieselpreisen heute, ich meine 39 Cent die Kilowattstunde ad hoc, das stellt man sich mal vor. Aber letzte Frage, ist es für euch jetzt günstiger, wenn die Leute bei euch ad hoc laden oder ist es für euch betriebswirtschaftlich besser, die benutzen irgendwie ein Roaming? Beim Roaming wird ein bisschen mehr wahrscheinlich bei uns hängen bleiben. Ja. Als beim Ad-Hoc-Tarif. Also wenn ihr die Jungs unterstützen wollt, benutzt eure normalen Ladekarten. Nur wenn ihr sie vergessen habt, ladet hier ad hoc. Das, nur so, weil ich möchte natürlich, dass das ein Erfolg wird. Und ich denke mal, ihr möchtet das auch. Denn nur so wird die Elektromobilität vorangebracht. Jan, ich danke dir ganz herzlich. Sehr Grüß gerne. Deinen Kompagnon Jan, mach ich. Der heute nicht hier ist. Und wir sehen uns vielleicht, wenn es hier eingeweiht wird. Dann treffen wir uns wieder, oder? Ich sag dir Bescheid. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es hier eröffnet wird, werde ich mich hier natürlich hinstellen und das erste Mal laden. Und ich berichte euch, wenn es hier weitergeht mit den Standorten, natürlich, wieso die Lage ist, ob das ganze Projekt erfolgreich ist oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ja. Dann schaltet beim nächsten Video wieder ein. Würde mich freuen, euch wiederzusehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.